Die Sony Alpha 6000 ist mittlerweile seit 2014 am Markt und die Produktfamilie rund um die Kamera ist ebenfalls sehr groß. Für viele stellt sich daher die Frage, lohnt sich die Sony Alpha 6000 im Jahr 2020 bzw. 2021 überhaupt noch? Genau diese Frage möchte ich im heutigen Video beantworten. Wenn du wöchentlich neue Videos zu den Themen Foto und Film willst, dann abonniere jetzt kostenlos unseren Kanal und drücke die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan und ich bin Foto- und Videograf aus Österreich. Für unsere professionellen Einsätze haben wir die Sony Alpha 7 III, die A7S und die A6500 im Einsatz. Um für euch ein paar Tests mit der A6000 zu machen, haben wir uns diese jetzt ebenfalls besorgt. Im heutigen Video werde ich auf die Vor- und Nachteile der Kamera eingehen. Dabei werden wir uns die Foto- und die Videofunktionen ansehen und ich werde erläutern, für wen ich denke bzw. für welchen Einsatzzweck ich die Kamera verwenden würde. Starten wir direkt mit den Fotofunktionen. Der APS-C-Sensor liefert 24 Megapixel und das ist für die meisten Anwendungen mehr als ausreichend. Selbst wenn du mal größer drucken willst, dann geht das mit der Kamera sehr gut. Also bei einem Betrachtungsabstand von einem Meter kann man mit den 24 Megapixeln sogar einen Meter mal 1,50 problemlos drucken. Für Social Media und andere Anwendungen im Internet reicht die Qualität sowieso mehr als aus. Das Kernstück der Kamera, also der Sensor, ist auch das Hauptargument für die Alpha 6000. Und einer der Gründe, warum selbst professionelle Landschaftsfotografen auf die Alpha 6000 zurückgreifen. Im Laufe der Modellpflege, also in der ersten Generation der A6300 oder jetzt der zweiten mit der A6100 und 6400, wurden zwar viele Funktionen, vor allem beim Autofokus oder in der Bedienung, hinzugefügt. Der Sensor und das Rauschverhalten sind aber nahezu ident. Also vielleicht ist es ein wenig besser geworden, aber im Grunde wird es, und traue ich mich zu behaupten, dass es der gleiche Sensor ist. Im Gegensatz zu einem Smartphone hat der APS-C-Sensor den Vorteil, dass er recht groß ist. Dadurch ist jedes einzelne Pixel sehr groß und kann sehr viel Licht aufnehmen. Also gerade in schlechten Lichtsituationen, aber auch bei Tageslicht, hat man ein besseres Rauschverhalten und die Bilder bekommen mit der Alpha 6000 eine bessere Qualität wie mit einem Smartphone. Im Serienbildmodus liefert die Kamera bis zu 11 Bilder pro Sekunde. Das ist für die meisten privaten Anwendungen mehr als ausreichend. Der Bildsensor ist leider nicht stabilisiert, was im Fotobetrieb jetzt nicht unbedingt so eine große Rolle spielt, außer vielleicht bei längeren Brennweiten und längeren Belichtungszeiten. Im Videobetrieb ist es allerdings doch ein kleiner Nachteil. Für mich ist die Bildqualität selbst in 2020 und 2021 mehr als top. Und die Kamera liefert alle Funktionen, die sich ein ambitionierter Einsteiger wünscht. Wem Funktionen fehlen, der kann sich im Play Memory Store umsehen und dort verschiedene Apps suchen. Also es werden Apps wie zum Beispiel die Doppelbelichtung, Zeitraffer oder Sternenspuren angeboten. Für mich wiederum ein kleiner Nachteil, bei anderen Herstellern ist das teilweise schon im Lieferumfang dabei. Eine der Stärken sowohl im Foto- als auch im Videobetrieb ist definitiv der Autofokus. Man bekommt einfach in so vielen Situationen genau das, was man braucht. Für Porträts gibt es selbst einen Augenautofokus, der genau auf das Auge fokussiert. Wer allerdings die neueren Modelle schon in der Hand gehabt hat, also die A6100 zum Beispiel, der wird doch einen Unterschied merken. Einerseits sind mehr Fokuspunkte am Sensor verteilt und andererseits sind Funktionen ergänzt worden. Also zum Beispiel der kontinuierliche Autofokus für die Augen oder auch das Focus Tracking. Für mich jetzt nicht unbedingt etwas, das gegen die A6000 spricht. Für manche Situationen ist es aber doch von Vorteil, wenn man einen noch besseren Autofokus hat. Dazu später aber mehr. Video. Die A6000 liefert Videos mit einer Qualität bis zu 1080p oder auch Full HD genannt.
Je nach Wahl der Region stehen entweder 25 und 50 Bilder pro Sekunde zur Verfügung oder auch 24, 30 und 60 Bilder pro Sekunde. Damit kann man zum Beispiel eine Slow Motion oder eine Zeitlupe von 50% realisieren. Wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Videos hat natürlich das Dateiformat, in dem die Videos gespeichert werden. Und wer die beste Qualität will, der sollte immer im Format XAVCS speichern. Dadurch können bis zu 50 Mbit pro Sekunde gespeichert werden. Mittlerweile dreht sich im Videobereich schon sehr viel um 4K. Jeder will in 4K aufnehmen und ausgeben und alles muss in 4K sein. Wenn man das jetzt aber ins Verhältnis setzt und schaut sich Kinofilme an, die vor kurzem noch in Full HD aufgezeichnet wurden oder vielleicht jetzt noch und auch so ausgegeben werden, dann stellt sich für mich die Frage, wenn ich das in den Kontext setze, brauche ich privat wirklich 4K, wenn die professionellsten Anwendungen noch nicht so weit sind oder das noch nicht umgesetzt haben? Die Frage muss aber natürlich jeder für sich selbst beantworten. Wie bereits erwähnt, hat die Kamera keinen stabilisierten Sensor, was gerade im Videobetrieb ein wenig störend ist. Ohne Stabilisator kann man so gut wie nicht aus der Hand filmen. Die Aufnahmen sind einfach viel zu verwackelt. Man kann sich hier zwar helfen, indem man stabilisierte Objektive nimmt und die erkennt man an dem Zusatz OSS, also das steht für Optical Steady Shot. Meiner Meinung nach ist es aber praktischer, wenn der Sensor selbst stabilisiert ist. Bei vielen Anwendungen kann man sich trotzdem mit dem stabilisierten Objektiv helfen und die Aufnahmen sehen schon sehr gut aus. Bei wem wirklich der Fokus auf Video liegt und wer auch ambitionierter oder professioneller vorgehen wird, dem fehlt wahrscheinlich der Bildstabilisator, aber zusätzlich auch die flachen Bildprofile, um mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung zu haben, aber auch der Mikrofoneingang. Kommen wir zum Fazit und Einsatzzweck. Der größte Pluspunkt der Kamera ist für mich natürlich der Sensor. Durch den großen Sensor lassen sich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gute Ergebnisse erzielen. Aber bei Porträts kann man auch zum Beispiel den verschwommenen Hintergrund, also das Bokeh erzeugen, das oft beim Smartphone einfach fehlt. Und hier steht die Kamera, die A6000, den größeren Modellen wie der A7 III um nicht so viel nach. Die A6000 ist klein, sie ist leicht und ist eine richtig interessante Alternative. Vor allem, da sie in den letzten Jahren sehr, sehr günstig geworden ist. Leider gibt es auch ein paar Kritikpunkte. Viele davon haben eher mit der Benutzung und mit der Bedienung zu tun, als wie jetzt mit der Bildqualität oder mit den Funktionen, die geliefert werden. Und das fängt an bei dem eher komplexen Menü bis hin zu einem ungünstig platzierten Videoaufnahme-Button, was alles nichts Tragisches ist, aber summiert doch ein negativer Punkt. Der nächste Punkt sind das Display und der Sucher. Also es ist gut, dass es in dem Preissegment einen Sucher gibt. Die Auflösung ist allerdings nicht recht hoch. Und das gleiche gilt fürs Display, das erstens nicht recht hoch auflöst und bei schlechten Lichtverhältnissen, also bei viel Sonne, sehr, sehr stark spiegelt. Die größten Probleme für Filmer sind, dass die Kamera, wenn man jetzt länger filmt, leicht überhitzt. Das kann man zwar lösen, indem man das Display wegklappt oder hier die Akkuklappe offen lässt, aber insgesamt ist das was ich leider nicht verstehen kann. Zusätzlich könnte der Bildstabilisator oder auch die flachen Bildprofile oder der Mikrofoneingang für viele fehlen, die einfach ambitionierter filmen wollen. Ein weiterer Nachteil ist der Akku und der wird leider sehr, sehr schnell leer. Man kann das Ganze wesentlich verbessern, indem man die Kamera in den Flugmodus schaltet, zum Beispiel. Insgesamt ist die A6000 eine sehr gute Kamera, die sich an manchen Ecken leider ein paar Schwächen erlaubt. Wer einen günstigen Einstieg in die ambitionierte Fotografie sucht, der ist mit der Kamera sehr, sehr gut bedient. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die APS-C Objektive noch relativ günstig sind. Die A6000 eignet sich perfekt für Landschaften, Tiere, Sport, Architektur, für den Urlaub, aber genauso gut für Menschen. Also alles im privaten Bereich kann man sehr gut damit abdecken. Wer aber ambitionierter in die Richtung Porträtfotografie oder auch Tier-Sportfotografie gehen will, beziehungsweise sogar einen professionellen Einstieg sucht, für den gibt es wahrscheinlich bessere Alternativen am Markt. Wenn du mehr Infos zur A6000 willst, dann verlinke ich dir hier noch ein paar Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen.
Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!